Und wir sind live. Liebe Freundinnen und Freunde der Uhrenunterhaltung, mein Name ist Severin vom Juwelier Altherr. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Etwas ungewöhnliches Setup. Ich bin nämlich aus meiner Studienstadt wieder zurück im schönen Köln. Und für gewöhnlich streame ich über meine Webcam, beziehungsweise über meine Handycam, die ich dann quasi als Webcam umfunktioniere, weil die Auflösung ein bisschen besser ist. Und die steht dann normalerweise so hinter meinem Rechner. Heute streame ich aber über die Webcam, denn heute geht es im zweiten Teil dieser Altherr-Sprechstunde um ein Q&A und die Fragen sind auf meinem Telefon. Damit ich die alle auch adäquat beantworten kann, müssen wir das Ganze heute ein bisschen anders gestalten. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ihr alle hier seid. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören, ihr könnt mich alle sehen. Lasst uns über Uhren sprechen und gebt mir doch einmal kurz Feedback. Wir sind 44 Sekunden in, wir sind 35 Leute in der Chatbox und ich sehe schon eine ganze Menge Leute am Start, 48 jetzt einen dicken Sprung gemacht. Super, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Für all diejenigen, die das Format vielleicht noch nicht kennen, zum ersten Mal dabei sind, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Wie gesagt, ich bin Severin vom Juwelier Altherr und ich bin bei uns für ja, den Sekundenstopp zuständig. Das ist im Prinzip ein alle 14 Tage erscheinendes Roundup darüber, was so in der Uhrenindustrie passiert. Und ja, ich möchte mit euch gemeinsam dann die Altherr-Sprechstunde am Mittwoch immer nutzen, an jedem zweiten Mittwoch, um gemeinsam die neuesten News zu besprechen. Das heißt, falls ihr Bock habt, nichts mehr zu verpassen, klickt unbedingt unten den Link in der Videobeschreibung, werdet Teil unserer stetig wachsenden und echt tollen Altherr-Community und ja, lasst uns gemeinsam Spaß haben. Wie immer, Ritual. Ich gehe durch ein paar Begrüßungen hier, gucke, wer alles am Start ist und ich möchte wissen, was tragt ihr am Arm? Heute bei mir, es ist die Seiko SKX 007 in der J-Variante. Ich habe sie vom NATO wieder zurück ans Stahlarmband gemacht. Momentan, ich fühle Stahlarmband einfach irgendwie mehr und ja, ich finde auch dieses klapprige Jubiläeband, ja, sieht wunderschön aus. Ich liebe es, aber es geht hier nicht um mich, es geht um euch, es geht um uns. Deswegen bin ich natürlich auch interessiert daran, was ihr am Arm tragt. Und wir checken mal, wer am Start ist. Die Susanne grüßt uns aus dem Siegerland, the first. Die Susanne, du bist immer the first, seitdem du dabei bist. Auf jeden Fall immer mit unter den Ersten hier am Start. Richtig, richtig gut. Gefällt mir. Dann haben wir den Steffen und er grüßt die Susanne und alle anderen Uhrenverrückten. Und das liebe ich an unserer Community auch immer. Ich kann den Chat ja schon immer ein bisschen lesen, bevor ja, ich im Prinzip den Stream live schalte. Ihr interagiert alle miteinander. Das finde ich immer richtig cool und das zeichnet unsere Community auch aus. Der Markus grüßt uns aus Landau. Der Tobi, schöne Grüße an dich, Kollege. Schön, dass du da bist. Und hat die Moonswatch Mission to Jupiter am orangenen Klett-NATO an. Ich habe die Bilder davon auf Instagram gesehen. Sieht richtig geil aus an der Uhr. Und die Moonswatch generell ein sehr, sehr feines Ding. Der Christian grüßt uns aus dem Westerwald. Rainer ist da. Schön, dass du da bist. Wie immer grüßt er uns aus Speyer. Der Watchcopter ist da. Mal wieder aus dem Taubertal. Ja, schön, dass du wieder zu Hause bist. Du warst ja auf Reisen, aber hast die Fortis Flieger in 41 mm am Start. Und das ist doch eine sehr, sehr gute Sache. Jean-Luc grüßt uns aus Zürich, nehme ich an, mit der JLC Master Ultra Thin Moon. Hammeruhr, Hammeruhr, Jean-Luc. Ich liebe diese Uhr. Und ja, verzeiht mir, ich ertappe mich dabei, wie ich manchmal hier versuche, hinter meinen Rechner zu gucken, aber diesmal ist die Kamera ja da. Muss ich gucken, dass ich Blickkontakt halte. Die Mido Ocean Star 210 am Arm von Markus. Der Georg ist da, grüßt mich. Ich grüße dich zurück, Georg. Grüße aus München. Ich freue mich auf die Sprechstunde. Robust unterwegs mit einer Sinn. Mega. Ich habe meiner Sinn heute einen Ruhetag gegönnt. Dort drüben liegt sie und lächelt mich an. Holger, guten Abend in die Runde. Und eine Überraschung. Nein, ich bin nicht schwanger. Schade. Aber dann lass uns die Überraschung auch wissen. Ich glaube, ich sehe sie hier noch nicht, aber wir gucken mal weiter. Stefan grüßt uns aus dem Taunus. Manuel, watch out. Schön, dass du da bist, Manuel. Grüßt uns aus Österreich mit seiner Speedy. Der Ilja ist da. Schön, dich hier zu haben. Ilja, auch immer ein gern gesehener Gast. Uns grüßt jemand mit einer Tissot PRX A.PF. Auch schon häufiger hier im Chat dabei gehabt. Treuer, treuer Mensch. Servus aus Salzburg von Legend 82 mit der Legend Diver am Start. Sehr gut, wie treffend. Der Steffen ergänzt an den Jean-Luc, genießt die Uhr um die Ultra Thin Moon, beneide ich dich immer noch jede Woche. Ja, ich auch, da bist du nicht der Einzige. Der Watchcopter grüßt und gratuliert Holger zu Aquaterra. Habe ich das überlesen, Holger? Hast du es schon geschrieben, dass du die Aquaterra am Start hast? Oder hat der Watchcopter, der Andreas, da Insiderwissen? Der Peter sagt, endlich wieder Sprechstunde heute mit der Citizen Automatik am Arm. Ja, verzeiht mir, liebe Leute, ich war im Urlaub. Auch ich musste mir zwischen Studieren und für alte Arbeiten einmal 2 Wochen Urlaub nehmen. Hatte die beste Zeit mit meiner Freundin und ja, bin aber jetzt auch froh, wieder da zu sein und meine Uhrenfreundinnen und Freunde hier mal wieder ein bisschen zu beehren.
Der Andreas Nieblock ist am Start, grüßt uns, cool, dich hier zu haben. Moin, kriegen wir hier. Susanne gibt mir noch Feedback, Bild und Ton ist gut. Und ich muss jetzt leider ein paar Kommentare skippen. Ihr seid einfach viel zu viele, 80 Leute schon hier. Schmetterling, Reisebüro, Limited Alter Edition, Mido Ocean Star, GMT. Reisebüro, GMT, treffender kann es doch eigentlich überhaupt nicht sein. Hervorragend. Der Holger schreibt, morgen kommt mein neuer Aquaterra 41 Schwarzstahl, natürlich von Alter. Danke für dein Vertrauen, verdammt geile Uhr. Beneide ich dich drum. Der Steffen mit seiner PRX reicht er noch nach. Micha schreit, hallöle, Grüße aus Achim. Oris Aquis GMT, Superwahl. Oris, eine meiner Lieblingsmarken. Satina DS Action Diver. Wristwatcher schreibt, Grüße aus der Schweiz mit der Speedy und einem schönen Glas Whisky. Hervorragend, schön, dass du da bist. Grüße ins Nachbarland, schön, dich hier zu haben. Weiter geht's mit dem Mirko und seiner Seiko SBGA von 2012, und zwar die SBGA 029. Sehr geil, Grand Seiko. Wenn die Wirkuhr aus 2012 ist, dann bist du der Zeit absolut voraus und hast den Hype antizipiert, den diese Uhren ja so langsam aber sicher bekommen. So, Grüße an alle, kommen vom Lukas mit der Casio Taschenrechneruhr im Handgelenk. Mega geile Uhr, wird auf jeden Fall bei mir auch noch fällig. Das Ding ist dafür auch absolut ikonisch. Und der Stefan schreibt, hallo Tobi, Grüße auch von Andrea. Und ich kann nur nochmal sagen, ja, es ist einfach cool, dass ihr alle miteinander so gut klarkommt, hier so Spaß habt und wir gemeinsam ja auch im Prinzip ein bisschen Kontakte knüpfen können. Es war ja jetzt letztes Mal auch, ich glaube, es war als einige Wochen her inzwischen, das erste Alter-Get-Together, wo wir alle zusammen über Uhren gequatscht haben. Ich konnte leider nicht persönlich vor Ort sein, aber ich denke, bei der nächsten Ausgabe, sobald mein Studiengang es zulässt, bin ich gerne dabei. So, der René Schmitz schreibt, sehr cooles Format, freue mich immer wieder. Hey, danke für das Feedback und ich freue mich auch immer wieder. Ich mag das wirklich gerne und bin immer richtig froh, dass so viele Leute Bock haben, mittwochsabend um 20.15 Uhr mit mir und mit uns hier über Uhren zu quatschen. Aber sind wir ehrlich, es läuft doch sowieso nichts im Fernsehen, nichts Gescheites. Und darum können wir auch hier zusammenkommen und uns einen schönen Abend machen. So, Grüße gehen raus aus der Wildschönau mit der Air King, gestern geholt. Herzlichen Glückwunsch NWA und was für eins. Die Air King ist eine richtig coole Uhr, eines der letzten Modelle, die ich finde, man noch wahrscheinlich sogar ein bisschen understated tragen kann von Rolex. Und ich finde es eine verdammt geile Uhr, super Proportionen, genieß sie und schön, dass du da bist. Leute, bevor wir einsteigen, wie immer, Community Wristshots, Hashtag Alter Weekend Wristshots. Ihr könnt eure Uhren hier bei mir in der Alter-Sprechstunde der Community zeigen. Und zwar ganz einfach, indem ihr auf Instagram eure Bilder mit Hashtag AlterWeekendWristShot markiert. Dann finde ich die, dann suche ich ein paar aus und bringe immer welche mit. Seht es mir bitte nach, es sind Tausende, es sind wirklich Tausende Fotos, sprichwörtlich. Und ich kann natürlich nicht alle mitbringen. Ich gucke dann immer, welches mich besonders anspricht und ziehe dann einfach ein paar raus. Des Weiteren, severin.giesfan@alter.de könnt ihr mir die Bilder auch zukommen lassen, falls ihr kein Instagram benutzt oder benutzen wollt, ist natürlich auch überhaupt kein Problem. Und wir checken direkt mal, was sich so getan hat und beginnen mit den Fotos, die mich per Mail erreicht haben. Wir haben eine Longines Legend Diver vom Daniel, richtig geile Uhr, gefällt mir super. Dieses alte Super Compressor Case finde ich einfach klasse, ja, sieht richtig, richtig gut aus. Und erinnert mich immer so ein bisschen an die Jaeger LeCoultre Polaris, was ja eine meiner Lieblingsuhren von Jaeger LeCoultre ist, wenn nicht sogar meine Lieblingsuhr von Jaeger LeCoultre. Und da kommen wir gleich im Zuge des Q&As auch nochmal drauf zu sprechen. Wir haben eine wunderschöne Seiko vom Casimir aus dem Urlaub, auch ein fantastischer Shot. Und man sieht, warum Seiko für viele Leute ja echt die erste Wahl ist, was die Urlaubsuhr anbelangt. Jean-Luc, er ist in der Chatbox und jetzt ist er hier auf eurem Screen unter seinem Instagram-Handle on my wrist, schickt er uns Grüße mit seiner Tissot PRX, die wirklich verdammt geil aussieht, sieht einfach nur super aus und ja, dieses Bild zeigt auf, warum die PRX einfach so wahnsinnig besonders ist und so super vielseitig und ich denke, für das, was man bekommt, ist es das Geld allemal wert. Danke für das Foto. Watch Tommy zeigt uns eine Uhr, die ich wirklich zu lieben gelernt habe, und zwar die Fortis Stratoliner. Die Stratoliner in diesem Fall mit dem weißen Zifferblatt, ich finde, sie sieht unglaublich clean aus. Ich finde hier am Handgelenk vom Watch Tommy, ich war ursprünglich ein bisschen skeptisch bezüglich der Hörner und der Bandanstöße. Ich weiß nicht, ich finde es geil, das sieht irgendwie cool aus, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich denke, da hat Fortis einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und wie ihr dort lesen könnt auf seinem Bild auch, Save the Date, das Alter After Work Event in Berlin, falls ihr da vor Ort sein könnt, mit Fortis Watches CEO, dem Jupp, am 1. September.
kontaktiert uns und wenn ihr da Lust drauf habt, da vielleicht ein bisschen ja, mitzuwirken, dabei zu sein. Und als letztes für diese Runde vom Dirk Clausen mit Such a Reliable Workhorse. Ein zuverlässiges Arbeitstier. Es ist seine Tudor Black Bay. Fantastische Uhr, sieht richtig gut aus an dem Band, an dem du sie trägst. Passt super auf dein Handgelenk. Und die Tudor definitiv ja, eine Uhr, die man auf dem Radar haben sollte. Ich denke, jeder hat sie auf dem Radar. Aber es ist einfach nur eine bildschöne Uhr. Gefällt mir richtig gut. Und wenn ich mich nicht ganz vertue, der Rainer, der ja auch hier in der Chatbox ist, hat sie auch im Besitz. Und ist auch höchst zufrieden. Freunde! Der Sekundenstopp, er hat wieder stattgefunden. Er kam ja jetzt so ein klein bisschen verzögert, unregelmäßig, einfach weil ich im Urlaub war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, derzeit ist ja einfach auch noch so ein bisschen, sage ich mal, das, ich will es nicht das Sommerloch nennen, ja, aber wir hatten den April, da war die große Release-Periode im Rahmen der Watches and Wonders. Und dann kommt ja immer so die Herbstphase, ne? Später September, Oktober, wo halt dann die zweite Release-Welle des Jahres kommt. Im Sommer ist es dann schon so, dass ja, die Uhrenindustrie so ein klein bisschen schlummert. Und das war also man muss dann ein bisschen mehr schon die Augen offen halten, um die coolen Releases wirklich rauszupicken. Aber die gibt es natürlich nichtsdestotrotz. Und die erste Uhr, über die ich heute mit euch sprechen möchte, ist eine Uhr von Union Glashütte. Und das begeistert mich, denn ich bin ein Riesenfan von Union Glashütte. Ich schmeiße sie hier auf euren Screen und ihr könnt sie in aller Ruhe betrachten, während ich euch einfach so ein klein bisschen was über die Uhr erzähle und euch verrate, warum ich diese Uhr so geil finde. Und zwar handelt es sich um die Union Glashütte 1893 Johannes Dürrstein Edition Power Reserve oder Edition Power Reserve. Ich finde es einfach richtig cool, dass Union Glashütte uns im Prinzip ja, deutsche Uhrmacherkunst wirklich mit all dem transportiert, was ich wichtig finde, wofür deutsche Uhrmacherkunst steht. Was genau das im Detail ist und wieso ich das so liebe, da komme ich gleich gerne nochmal drauf zurück. Ich wollte das einfach nur einleitend einmal sagen, weil ich, wenn ich diese Uhr sehe, ich empfinde es einfach als eine richtig schöne Symbiose, halt ja aus zeitloser Klassik, aber irgendwie halt auch Erfindergeist. Das Zifferblatt ist aufregend, dabei ist es eigentlich schlicht. Es ist elegant, dabei ist es aber überhaupt nicht gediegen oder bieder. Es ist einfach von allem das Beste. Und Union Glashütte, man muss halt einfach auch sagen, wie es ist. Die haben die Swatch Group im Rücken und können deswegen halt auch zu absolut attraktiven Preispunkten deutsche Uhrmacherkunst anbieten, was ich einfach richtig überragend finde. Die Uhr, wie ihr sie hier sehen könnt, misst 41 mm und ist nur 12 mm flach. Ja, man kann ja gar nicht hoch sagen, sie ist 12 mm flach und zwar dank eines Handaufzugs. Und der Handaufzug, finde ich, trägt halt auch total zu diesem Vintage-Appeal bei, welches die Uhr halt zwangsläufig, also ganz offensichtlich einfach ausstrahlt. Dabei ist das Gehäuse, und ich zeige euch das mal hier noch in einem größeren Foto, das ist augenscheinlich ja doch irgendwo ein sportliches Gehäuse. Ne? Ihr könnt sehen, die Hörner sind obendrauf satiniert. Die Lünette ist poliert und die Uhr hat, trotzdem 220 mm Anstoßbreite, also kann sehr, sehr flexibel an verschiedenen Armbändern getragen werden und 100 Meter Wasserdichtigkeit, also durchaus ja, mehr als alltagstauglich. Ne? Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Wenn wir schon bei dem Foto sind, können wir direkt über das Zifferblatt sprechen. Ich finde, das Zifferblatt ist einfach total beeindruckend. Es ist irgendwie perfekt balanciert, obwohl es ja gar nicht wirklich symmetrisch ist. Man schaut aber drauf und es hat so eine interessante Art von Perfektion, wie ich finde. Einfach durch diese ganz verschiedenen Elemente. Wir haben einmal in der Mitte das zentrale Zifferblatt, das hat diese schöne sandgestrahlte Optik. Das ordnet sich farblich irgendwo ein zwischen Grün und Blau, würde ich sagen. Aber es wirkt halt so richtig schön organisch, was halt mit dieser granulierten Textur das Ganze halt irgendwie noch abrundet. Um dieses zentrale Zifferblatt haben wir einen Ring aus weißem Enamel. Ja, also auch da durchaus bedachte Materialwahl. Dieser wiederum ist umrandet von einer Eisenbahnminuterie. Und dann finden wir als Komplikation, wenn man so möchte, ein Datum. Ja, wir haben ein Datumsfenster. Wir haben eine kleine Sekunde auf 9 Uhr sowie eine Gangreserveanzeige auf 5 Uhr. Das Ganze wird vervollständigt jeweils durch thermisch gebläute Zeiger. Also auch da nichts Lackiertes, sondern the real deal, wie man so schön sagt. Thermisch gebläut, sieht einfach wunderhübsch aus und passt total gut. Indizes, Skalen und die Ziffern sind aufgedruckt. Ansonsten ist die Uhr relativ überschaubar. Union Glashütte SA steht oben auf 12 Uhr. Gangreserve sowie Handaufzug sind die Schriftzüge, die man auf dem Enamelring finden kann. Und ja, da würde ich direkt mal weiter auf diesen Ring aus Enamel beziehungsweise auf das zentrale Zifferblatt zu sprechen kommen. Denn wie ihr seht, die Skalen gerade für die Gangreserve
das ist so ein kleines bisschen disruptiv. Es durchbricht im Prinzip dieses zentrale Zifferblatt, es durchbricht diesen Enamelring und macht diese Uhr trotz ihrer doch eigentlich schlichten Eleganz total interessant. Ich finde, das ist ein absoluter Hingucker, dieses Blatt. Sieht einfach richtig gut aus. Und es macht irgendwie diese Uhr total abwechslungsreich und schafft es, den Blick total gut zu fesseln. Und das rechne ich da Union Glashütte wirklich gut an. Denn wenn wir später mal auf den Preispunkt zu sprechen kommen, da ist schon eine Menge reingeflossen. Das gefällt mir wirklich gut. Ich möchte euch jetzt gerne die Gehäuserückseite zeigen und dann einmal über das Kaliber sprechen. Denn das Uhrwerk im Inneren ist das Kaliber UNG 56.S1. Ich habe ja eben schon gesagt, Union Glashütte hat die Swatch Group im Rücken. Das heißt, die ETA war an der Entwicklung dieses Werkes mit beteiligt. Allerdings ist dieses Kaliber exklusiv für Union Glashütte hergestellt worden. Und das ist auch kein vollständiges Kaliber, was quasi im Prinzip fertig geliefert wurde, sondern die ETA hat quasi das Rohwerk geliefert plus halt die einzelnen Teile. Die verbliebenen Teile, die noch gebraucht wurden, hat Union Glashütte selber produziert. Die Montur, die Regulation, die Veredelung, das kommt alles von Union Glashütte selber. Das heißt, da ist schon echt eine Menge guter Handwerksarbeit reingeflossen. Das muss man einfach so sagen. Das ganze Uhrwerk strahlt auch einfach Glashütte aus. Ja? Wir haben halt Glashütterstreifen, ganz augenscheinlich. Das ist das deutsche Pendant zu dem Côte de Genève, zu den Genfer Streifen. Wir sehen gebläute Schrauben, auch die sind typisch für Uhren aus Glashütte. Wir sehen anglierte Kanten und Phasen, polierte Flächen, aber halt auch stellenweise sehr bedacht gewählte Satinierungen. Es sieht echt toll aus. Und vor allen Dingen, was wir finden, ist diese Dreiviertelplatine, ja, was eigentlich typisch ist und so das Erkennungsmerkmal von und für Uhren aus Glashütte. Also wenn ihr mal in Uhren guckt, zum Beispiel von Lange, da findet ihr auch immer diese Dreiviertelplatine. Ich zeige die Uhr noch einmal am Handgelenk, um einfach zu sehen, wie wunderschön auch diese Proportionen sitzen. Würde ich mir eine Sache wünschen dürfen, glaube ich, wäre es kein Datumsfenster. Ansonsten finde ich die Uhr halt echt absolut, absolut rund. Und die Uhr kostet 2480 Euro. 2480 Euro für diese verschiedenen Materialien, für die Art der Veredelung, für die Art der Textur, für die Art an Handarbeit, die da reingeflossen sind, finde ich das echt toll. Also wir haben wirklich tolle Spezifikationen. Also das Zifferblatt, das überragt einfach in dieser Preisklasse eigentlich alles, was mir so geläufig wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig schöne Dimensionen, universell tragbar. Und ich finde, diese Uhr, die ist so ein bisschen unter Radar geflogen, verdient aber in meinen Augen echt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Jetzt bin ich aber gespannt, was ihr zur Uhr sagt und spring mal in die Chatbox. So, gib mir eine Sekunde, ich muss ein bisschen scrollen, damit ich sehe, was hier so los ist. Peter ergänzt noch, du hast was verpasst beim Alther Stammtisch. Genau, Alther Stammtisch hieß es. Ja, ich habe gesehen, dass du da warst und ich habe auch ein bisschen geweint. Ich wäre gern dabei gewesen. Der Frank schreibt noch, Grüße an die Community und Severin von Frank. Grüße an dich, Frank. Schön, dich dabei zu haben. Georg fragt, wie viele waren beim Alther Get-Together. Ich glaube, das muss jemand aus der Community beantworten. 25 lese ich gerade. So. Und der Holger kommentiert, Union, da gibt es meines Erachtens schönere Modelle. Das Blatt sieht nach Jeans aus, schreibt er, ja. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das Bild nicht lang genug drin gelassen, wenn man das sich nochmal anguckt. Also ich meine, wenn ich an ein Blatt denke, was wie Jeans aussieht, dann muss ich an die, ich glaube, es ist die Omega Seamaster Railmaster mit diesem Denim-Look. Die wurde ja auch an einem Jeansband ausgeliefert. Das ist wirklich ganz, 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 ganz fein texturiert. Es ist eher wie Schmirgelpapier. Aber im Grau. Weiter geht's. Mal gucken, was ihr noch zu sagen habt. Der Peter schreibt, ich hätte gedacht, sie wäre teurer. Genau, das sehe ich nämlich auch so. Ilja schreibt, das Werk ist schön verziert, typisch Union. Auch das kann ich unterschreiben. Schade, dass sie das Handaufzugswerk so gebaut haben. Noch mehr Einblick wäre echt schön gewesen, schreibt der Daniel. Ja, da gebe ich dir recht. Allerdings hatte ich eben auch schon angesprochen, diese Dreiviertelplatine ist durchaus auch typisch für Uhren aus Glashütte und ist so eine Art Charakteristikum. Und es gibt halt auch durchaus Uhren, die halt da nochmal deutlich preislich deutlich drüber legen. Stichwort A. Lange und Söhne. Und auch die, obwohl bekannt ist, was die für unfassbare Fertigkeiten haben, was Uhrwerksveredelung angeht, benutzen Dreiviertelplatinen. Das gehört halt da irgendwie dazu. Der Peter schreibt, die Uhrwerke von Union sind einfach mega. Der Watchcopter schreibt, der Blick aufs Werk mit drei
Herzaugen. Der Georg schreibt, ich mag die Ausbuchtung bei 5 und 9 nicht, in meinen Augen eben nicht perfekt balanciert. Ja, also interessant, ne? Auch da ist die, auch da ist die Auffassung ganz, ganz verschieden. Ne? Ich finde halt irgendwie, ich würde sagen, sie ist trotz dieser Ausbuchtung perfekt balanciert. Denn irgendwie wirkt es halt total disruptiv, auf der anderen Seite aber halt total harmonisch. Also ganz interessant. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser beschreiben kann. Ich kann aber deine Auffassung da durchaus teilen. Tobi schreibt, apropos, kann es sein, dass der Font der gleiche ist, den Lange benutzt? Gucken wir mal. Ja, also da bei Handaufzug und Gangreserve, ne? Da würde es mir auffallen, dass das auch der gleiche Font ist, vielleicht den Lange benutzt. Vielleicht ist es auch so eine, vielleicht haben wir hier auch was entdeckt. Vielleicht ist es auch, ne, gibt es neben Glashütter-Streifen auch den Glashütter-Font, den man irgendwie benutzt, um seine Zifferblätter zu bedrucken. Wer weiß. Interessant. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal weiter. Jean-Luc schreibt, die Gangreserve-Anzeige ist richtig cool gemacht, das teile ich auch. Schöne Uhr schreibt die Susanne, der Andreas schreibt, ich finde die deutsche Schrift ganz cool. Und der Jean-Luc schreibt noch vorher, ich finde die Uhr ist wunderschön. Der Stefan schreibt, ich habe auch mehrere Union, Top-Marke, Top-Uhren. Ich habe leider noch nie wirklich hands-on mit einer Union genießen können, aber das ist auch durchaus das, was ich schon des Öfteren gehört habe. So, der Steffen schreibt, schöne Uhr, ich bin da aber bei Stefan, dessen Kommentar habe ich gar nicht gelesen, aber ein Big Date würde der Uhr stehen. Das wäre cool. Big Date ist ja auch wirklich eine Sache, die halt Uhren aus Glashütte so ein klein bisschen, ja, ich will nicht sagen patentiert haben, aber doch so ein klein bisschen bekannt gemacht haben, dieses Big Date oder auch genannt Panoramadatum. Ja, das würde der Uhr mit Sicherheit sehr gut stehen. Wer weiß. Der Peter schreibt, ich feiere Union Glashütte, liebe aber mehr das moderne Design und die sportlichen Uhren, hatte die Johannes Dürrstein-Mondphase, war mir leider doch zu altmodisch für mich. Fairer Punkt, auf jeden Fall. Dafür schreibt der Oliver, Union meine Nächste. Der Tobi schreit, dieser Hubbel an der Gangreserve macht mich wahnsinnig, dafür gefällt mir das Werk und der Rest der Uhr. Aber es ist doch cool, das ist echt, echt super, ja. So unfassbar divers. Ich kann es immer nur nochmal sagen, ich liebe diese Diversität hier bei uns in der Community. Es gibt einfach so viele verschiedene Geschmäcker, so viele Uhren in verschiedenen Preisklassen, die ihr am Handgelenk habt, die wir hier zusammen besprechen. Liebe ich, finde ich wirklich, wirklich super. So. Schmögelpapier trifft es gut oder so ein Sporthallenbelag. Ich finde es cool. Ja, vielleicht so ein bisschen so eine Tatanbahn. Ich feiere es auch. Ich finde es auch cool. Schön. Also, das war doch wieder was, wo wir uns so ein klein bisschen drüber unterhalten konnten. Das gefällt mir immer richtig gut. Da haben wir aber noch einen Kommentar vom Daniel, der hier reinrutscht. Hi, schau es mir im Nachgang an, da ich meinen letzten Tag im Urlaub auf Fuerteventura habe. Bin mega gespannt. Grüße an Severin und die ganze Community. Daniel, viele liebe Grüße an dich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, noch einmal hier in die Box zu springen und einen Kommentar zu schreiben. Ich freue mich immer, wenn du dabei bist. Wir freuen uns immer bei Alter, wenn du dabei bist. Du bist ja auch schon hier, ja, Inventar, wenn man so möchte. Immer cool, dich dabei zu haben. Und ich freue mich, wenn du dir im Nachhinein die Shows anguckst. An dieser Stelle hat Daniel aber einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen, nämlich, wenn ihr Lust habt, uns bei Alter komplett kostenlos zu supporten, dann ist das Effizienteste, was ihr machen könnt, einen Kommentar verfassen oder noch besser dem Video einen Daumen nach oben geben, denn die Daumen nach oben sind ja so ein bisschen die digitale Währung auf YouTube. Ich weiß, ich klinge immer wie so eine gesprungene Schallplatte, aber es ist einfach so, je besser die Videos von euch mit dem Daumen geratet werden, desto mehr Leute können wir erreichen, desto besseren Content können wir für euch produzieren. So, schauen wir mal, dass es ein bisschen weitergeht, denn die nächste Uhr, die ich für euch mitgebracht habe, ist eine, ja, auch alte Bekannte. Und zwar, es handelt sich um eine Uhr von IWC, nämlich, ja, die überarbeitete Version der IWC Portugieser Chronograph. Eine richtig tolle Uhr, wie ich finde, mit, ja, ein paar sehr, sehr interessanten Design- und Konzeptentscheidungen. Aber alles der Reihe nach. IWC hat uns ja in den letzten Wochen sowieso schon eine Menge neuer Modelle präsentiert. Jetzt eben den IWC Portugieser Chronograph unter anderem. Was ich richtig cool finde, ist die Farbwahl. Blau-weißes Panda-Zifferblatt. Sieht richtig geil aus. Sieht einfach total sportlich aus. Tolle Symmetrie, hier eine wirklich astreine Symmetrie mit den Totalisatoren auf 12 und 6 Uhr und den Schriftzügen auf 3 und 9 Uhr. Sieht klasse aus. Das gefällt mir. 41 mm misst das Gehäuse, für einen Chronographen finde ich das auch exzellente Abmaße, richtig cool. Die Lünette ist so fein, sie ist quasi kaum existent und gibt so diesem Zifferblatt wahnsinnig viel Platz. Das heißt, es kann auch richtig wirken, es kann richtig knallen, das finde ich super.
Wir haben dieses Farbkonzept Blau, was sich irgendwie von dem Kautschukband auf 12 Uhr, auf den Totalisator auf 12 Uhr, auf den Totalisator auf 6 Uhr, auf das Kautschukband auf 6 Uhr im Prinzip fortsetzt. Ich finde, das sieht einfach super, super gut aus, super harmonisch, super symmetrisch. Die Uhr ist quasi von, die Uhr ist quasi weiß und wird von oben nach unten, von zwischen den Hörnern übers Blatt durch ein blaues Band geteilt. Und das, finde ich, macht einfach wahnsinnig was her. Das macht das Ganze total sportlich, total harmonisch, total symmetrisch. Gefällt mir super. Bei aller Sportlichkeit haben wir natürlich auf der Gehäuseflanke Pumpendrücker. Die sind ja im Prinzip charakteristisch auch und Merkmal der Portugieser-Kollektion, sind natürlich ein bisschen ein klassischeres Element. Finde ich, sieht aber toll aus. Übrigens, portugiesische Handelsleute, die damals halt IWC mit dem Bau einer Uhr beauftragt haben, sind auch die, die halt namensgebend waren, ja, für die Portugieser. Auch eigentlich ganz interessant. Ich habe eben schon das Kautschukband angesprochen. Ich bin mir immer so ein bisschen unsicher, was Chronographen an einem Kautschukband anbelangt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es keine Tauchchronographen sind, aber hier sieht es einfach verdammt geil aus. Ich muss einfach sagen, es sieht wirklich super aus. Es sieht aus, als würde ich diese Uhr an mein Handgelenk schnallen und damit rausgehen zu einem chilligen T-Shirt und das Ding einfach tragen im Biergarten, aber auch ja irgendwie abends in einem Restaurant, auf einer schönen Terrasse oder auch einfach bei einem Glas Wein mit Freunden oder irgendwas, was auch nicht unbedingt Alkohol beinhalten muss. Ich würde es auch mit einem Glas Apfelschorle in der Hand genauso gerne tun. Aber, jetzt kommt das große Aber, trotz aller Sportlichkeit und trotz Kautschukband verfügt die Uhr über eine Wasserdichtigkeit von lediglich 3 Bar. Das sind 30 Meter, das ist gerade mal Spritzwasserschutz, das ist gerade mal Hände waschen und das auch nur mit Vorsicht. Das ist ein bisschen was, das finde ich persönlich schade, denn die Wahl des Looks und auch die Wahl des Kautschukbands, die lassen so da so ein bisschen mehr hoffen. Aber an sich finde ich die Uhr richtig cool. Im Inneren Manufakturkaliber 69355, automatischer Aufzug. Ich habe jetzt kein Bild vom Werk, aber es ist auch wirklich klasse. 46 Stunden Gangreserve. Ihr könnt es auch durch den geöffneten Gehäuseboden betrachten. Und das ist auch ganz hübsch verziert. Also da bietet EWC auch auf jeden Fall einiges fürs Auge. Und die Uhr kostet 8.400 Euro. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. IWC ist ja auch durchaus populär und gefällt ja vielen von euch auch ziemlich gut. So, gucken wir mal, wo es losgeht. Mega die Portugieser, aber der neue Preis, uff. Jo, 8.400 Euro ist auf jeden Fall ein Wort. Ich finde es halt immer, wie auch da, es ist immer, finde ich, so ein bisschen relativ. Ne? Man muss halt überlegen, es ist natürlich eine Riesensteinkohle, ne? Das ist völlig ohne Frage. Aber IWC ist halt eine super populäre Marke, es ist eine Top-Marke. Und wenn man halt so guckt, wo liegen halt Chronographen mit vergleichbaren Spezifikationen von quasi direkten Konkurrenzmarken, dann ist das schon so ungefähr in line. Aber es ist natürlich ziemlich viel Geld. Der Manuel schreibt super schön, die Portugieser. Der Peter schreibt, kein Datum, no way, auch interessant. Ich finde gerade hier eigentlich schön, dass es kein Datum gibt. Der Andreas schreibt, abgeschnittene Zahlen finde ich immer nicht so schön, da bin ich ganz bei dir. Das finde ich wirklich auch, ich mag es nicht so gerne. Ich habe dann statt einer abgeschnittenen Zahl dann irgendwie lieber so einen Punktindex oder so, oder einen kleinen Strich. Und sehe ich es ähnlich wie du. Die Susanne schreibt, ich bin kein Fan von abgeschnittenen Zahlen, ergänzt uns da, aber die Farbkombi ist schön. Der Peter schreibt, die IWC, super modern, überhaupt nicht langweilig. Finde ich auch. Noch ein Kommentar zu den abgeschnittenen Zahlen. Die IWC sieht nach Segleruhr aus, aber dann ein Chrono. Interessanter Aspekt. Ich hatte mir nämlich auch gedacht, diese Uhr mit dem Kautschukband so, das ist so ein bisschen so, das trägst du auch irgendwie auf einem Boot so, ne? Und vielleicht ja mit einem Glas Wein. Nein, Spaß beiseite, die trägst du auf dem Segelschiff. Das Kautschukband, die weiße Farbe, irgendwie, das sieht alles super cool aus, kann ich mir total vorstellen. Aber von mir aus auch gerne Chrono, aber gerne mit ein bisschen mehr Wasserdichtigkeit. Mirko schreibt, ohne Datum findet er super. Der Ilja schreibt, sehr gelungene Uhr. Drastic mit sportlichen Anteilen, schöne Zusammenfassung. Ich mag die Portugieser überhaupt nicht. Und jetzt noch mit Gewalt sportlich gemacht, no. Das ist ein starkes Standing und ich meine, gut, ist persönliche Präferenz, aber kann man durchaus so sehen. Eigentlich eine schöne, ausgewogene Uhr, aber blau-weiß würde mich immer an Schalke 04 erinnern. Geht daher für mich nicht. Schön.
Stefan schreibt, ich dachte, die kostet 9.100 Euro. Dann bitte ich da vielleicht um jemanden, um Hilfe durch jemanden, der da aktuell einen besseren Überblick hat. Ich hatte jetzt irgendwie 8.400 recherchiert, vielleicht liege ich da aber auch falsch. So, Frank schreibt, bei einigen IWC passt der Preis, zum Beispiel 9 Mark 20, die ist super angesiedelt, das finde ich auch. John Luke schreibt, 46 Stunden Gangreserve finde ich leider etwas mager, aber die Wasserdichtigkeit sehe ich nicht so als Problem, Händewaschen ist da kein Problem, einfach baden würde ich damit nicht, genau. Ja, aber Händewaschen ginge theoretisch halt auch an einem Lederband, ne, und ein Lederband würde halt auch mit Sicherheit, so ein blaues Lederband würde auch schön passen. Ich finde, das Kautschukband, das vermittelt so ein klein bisschen, tunkt mich in Wasser, aber ja. Jürgen schreibt, 3 Bar geht gar nicht, 0 alltagstauglich. Ja, es kommt halt so ein bisschen wirklich darauf an, was der Alltag so hergibt. Ich finde halt auch dieses Wasserdichtigkeitsthema ist immer so ein klein bisschen komplex. Ich könnte zum Beispiel mit einer 5 Bar Uhr mit einer verschraubten Krone im Alltag super zurechtkommen, würde ich mich mega sicher mitfühlen. Ich würde mich mit einer verschraubten Krone und 5 Bar im Alltag sicherer fühlen, als mit einer unverschraubten Krone mit 10 Bar, wenn ich ganz ehrlich sein soll, irgendwie. Ich weiß nicht, ich hab viel mehr Angst eigentlich, viel mehr Angst davor, dass ich aus Versehen meine unverschraubte Krone ziehe, mit durch irgendein Missgeschick uns nicht merke und die Uhr dann unter Wasser halte, als dass ich Angst habe, dass die Uhr als solche dem Druck nicht standhalten kann. Aber vielleicht ist es auch nur mein komischer Kopf. Liebe Leute, machen wir weiter. Einen habe ich noch für euch und dann springen wir in das Q&A und quatschen einfach ein bisschen. Und zwar Tissot, wir hatten eben eine Tissot PRX vom Jean-Luc hier in den Wristshots und jetzt geht es weiter mit einer Tissot Gentleman, und zwar ergänzt Tissot die Gentleman-Kollektion mit Open-Heart-Modellen. Ich weiß, es wird nicht für jeden was sein, aber lasst mich gerne ein, zwei Worte dazu sagen, für all die, die sich für diese Uhren begeistern können. Und zwar, man muss ja einfach sagen, Uhren mit freiliegender Mechanik, und damit meine ich jetzt halt sowohl Open-Heart, wie ihr es hier seht, als auch Skelettierung. Ich hatte es eben schon gesagt, das spaltet immer so ein bisschen. Ne? Manche lieben es, manche mögen es halt gar nicht, aber ich finde generell halt immer cool, wenn potenziell ermöglicht wird, dass man ins Uhrwerk hineingucken kann. Ne? Und das ist hier zweifelsohne der Fall. Es gibt halt Leute, die wollen ihre Uhr nicht abnehmen, um ins Innere zu gucken, sondern die gucken auch gerne von vorne. Und ja, das ist in diesem Fall halt absolut möglich. Ne? Und zwar durch dieses achtförmige Fenster, könnte man sagen, was sich irgendwo zwischen 9 und 12 Uhr befindet. Das erlaubt es halt, Teile halt des Uhrwerks zu betrachten. Und das ist ein überarbeitetes Powermatic 80 Kaliber. Insofern überarbeitet, als dass es natürlich auch ein bisschen was hermachen muss, ne? Dass man, wenn man von vorne reinschaut, auch ein bisschen was zu sehen bekommt. Und noch eine wichtige Unterscheidung ist, dieses modifizierte Powermatic 80 Kaliber verfügt nicht über eine Siliziumspirale, ne? Wie das sonst eigentlich gängig ist für alle Powermatic 80 Kaliber. Das ist ja eigentlich typisch für die Serie. Dieses Uhrwerk hat das nicht. Es sind 3 Versionen erhältlich in der Open Heart Kollektion der Tissot Gentleman. Dunkelblau, dunkelgrau, jeweils mit silbernen Akzenten oder ein silbernes Blatt mit roségoldenen Akzenten. Wenn ihr mich fragt, ich würde auf die dunkelblaue Variante gehen, würde mich aber wahrscheinlich für keine der 3 Uhren entscheiden, einfach weil ich kein Fan von Open Heart bin. Skelettierungen, wenn die cool gemacht sind, finde ich super. Open Heart ist nicht so mein persönlicher Favorite. Alle weiteren Spezifikationen sind identisch geblieben. 40 mm auf 11,5 mm Bauhöhe. Eine richtig gute Verarbeitung für das Geld. Ein tolles Armband, eine solide Finissage, einen sehr zeitlosen, sportlichen Look und 100 Meter Wasserdichtigkeit mit Saphirglas. Ab September werden diese Uhren erhältlich sein und kosten 875 Euro. So. Schauen wir mal. So. Stefan schreibt, Skelettiert mag ich sehr, Open Heart spricht mich überhaupt nicht an und das kann ich genauso teilen. Tissot hätte lieber bei der Gentleman in ein besseres Armband investieren sollen. Tolle Uhr sonst. Ja, ich hatte die Gentleman noch nicht im Handling. Ich habe mir sagen lassen, das Armband ist gut, aber es ist halt nicht so gut wie der Rest der Uhr. Ne, das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst. Der Tobi sagt, ist gar nicht meins. Der Stefan schreibt, die neue Open Heart von Zenith gefällt mir, die Tissot nicht so. Ja, Zenith hat da auch schon mal mit Open Heart rumexperimentiert. Es gibt ein paar Marken, mir fällt jetzt ad hoc noch Hamilton ein, die haben ein paar Uhren, die halt Open Heart sind. Orient hat ein paar Uhren, die Open Heart sind. Ja, also da ist der Markt auf jeden Fall da. Das Uhrwerk ersetzt für mich nicht das fehlende Datum. Dann hättest du lieber mal eine Datumsscheibe unter einer Öffnung im Zifferblatt. Watchcopter schreibt, lieber Glasboden als Open Heart.
Und da bin ich genau deiner Meinung. Jean-Luc schreibt, oh nee, Open Heart ist so hässlich, wenn schon alles freilegen bzw. skelettieren. Mir gefällt die klassische Gentleman gut, Open Heart eher nichts für mich. Spreche mich alle drei so gar nicht an. Mm-mm. Angst beim Tragen der Uhr geht gar nicht, tragen und gut ist. Ist wahrscheinlich noch eine Ergänzung zum Gespräch vorweg. Und da bin ich eigentlich mit d'accord. Wobei, Angst ist ja auch nicht gleichzusetzen mit Vorsicht. Ne? Ein bisschen Vorsicht bei manchen Uhren ist vielleicht schon gar nicht so schlecht. Der Rainer schreibt, gefällt mir nicht. Tobi schreibt, sieht immer aus nach Shopping, nach Teleshopping China. Oh, okay. Gentlemen, Hammeruhren fürs Geld, alle Modelle, besonders die Dresser, sehen dreimal so teuer aus. Top. Open Heart ist okay, aber nur von der Rückseite. Ja, ich sehe, ihr seid keine Fans. Aber der Micha, der schreibt, mag ich wohl leiden. Das Armband von der PRX ist deutlich besser. Und der Ilja schreibt, für ihn wirkt sie eher unharmonisch. Optisch so, dass viel kritisierte Band verbessert hat. Das ist eine sehr gute Frage. Als ich über die Uhr recherchiert habe, habe ich auch ein paar Beiträge gelesen von den Kollegen von, ich glaube, es war Monochrome, das Online-Magazin. Und der Kollege, der da berichtet hat, der schrieb, das Armband sei gut. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob der da vorher halt eine Referenz hatte oder nicht. So. Gut, liebe Leute, das waren die Uhrenvorstellungen für jetzt. Und wir haben jetzt doch noch einen guten Batzen Zeit. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt in den aufregenden Teil, nämlich das Q&A. An dieser Stelle lade ich euch ganz, ganz herzlich ein, gleich auch Fragen in die Chatbox zu posten, falls ihr akut noch irgendetwas wissen möchtet, Nachfragen habt. Ich denke, es ist auch ganz cool, dass der Tobi wie immer hier im Chat dabei ist. Der ist nämlich ja auch hier für Altherr und hält die Fahne hoch und kann natürlich auch vieles beantworten, wenn es irgendwas Spezifisches ist, was Altherr betrifft. Wenn es was Persönliches ist, was mich betrifft, fragt es gerne, alles, was ihr wissen wollt. Und solange sich die Chatbox vielleicht ein bisschen füllt, vielleicht auch nicht, vielleicht wollt ihr auch gar nichts wissen, wäre auch nicht so schlecht oder nicht so schlimm, wäre ich euch nicht böse drum. Habe ich aber hier auf meinem Telefon einige Fragen, die mich erreicht haben, durch die ich dann einmal gehen möchte. Und zwar in nicht spezifischer Reihenfolge. Ich gucke hier auf meinem Telefon, verzeiht mir, wenn ich nach unten gucke, ich will nicht unhöflich sein, ich lese nur die Fragen vor. Und zwar wurde ich gefragt, wie war dein Urlaub? Das ist natürlich eine richtig coole Frage. Mein Urlaub war wirklich schön und vor allen Dingen war mein Urlaub dringend nötig für diejenigen, die es mitbekommen haben. Deswegen ist die letzte Alterssprechstunde auch ausgefallen. Ich habe mir nämlich gegönnt, mit meiner Freundin erst nach Österreich und dann nach Italien zu reisen. Wir waren in den Bergen, Bergurlaub und dann am Lago Maggiore, was ja irgendwie auch in den Bergen ist, in Norditalien, und es war einfach wunderschön, es war dringend nötig und ich hätte auch noch ein paar Tage länger bleiben können. Nächste Frage, was sind je deine drei wichtigsten Kriterien für eine Sport, eine Dress und eine Beaterwatch? Geile Frage, müsste ich jetzt aus dem Kopf mal gucken, wie schnell ich da was zusammenbekomme. Also meine drei wichtigsten Kriterien für eine Sportuhr, würde ich sagen, ist Wasserdichtigkeit, / verschraubte Krone, das ist mir schon enorm wichtig. Als nächstes würde ich sagen, ein stoßgesichertes Uhrwerk und einen automatischen Aufzug. Alles andere ist in meinen Augen doch so ein bisschen, ich würde meine Frederic Constant auch irgendwie als Sportuhr bezeichnen und die ist vollständig poliert. Ich würde meine Seiko SKX absolut als Sportuhr bezeichnen und die ist fast vollständig satiniert. Und ich würde die als Sportuhr bezeichnen und sie hat eine drehbare Lünette, meine Frederic hat keine, meine Sinn ist irgendwie eine Fliegeruhr, hat aber Wasserdichtigkeit, also Sportuhr ist im Prinzip eine Uhr, mit der ich eigentlich so, ja, sorglos durch meinen Alltag gehen kann, sportlichen Aktivitäten nachgehen kann, und da ist für mich das Wichtigste, ein stoßgesichertes Uhrwerk zu haben eigentlich, plus die anderen Sachen, die ich eben genannt habe. Nächste Frage, wie findest du die neue Moser Streamliner Tourbillon in Venta Black? Super geil. Ich habe heute, ich war ein bisschen aus dem Häuschen, als ich die E-Mail von Moser in meinem Postfach hatte. Ich würde euch jetzt meinen Bildschirm teilen, aber ich habe eben mal geguckt, es hat irgendwie nicht so gut funktioniert heute. Deswegen könnt ihr das mal selber nachgucken, wenn ihr möchtet. Moser Streamliner, das ist eine Uhr, die ich persönlich wahnsinnig interessant finde. Die hat so ein wunderbar organisches Armband, sieht fast ein bisschen aus wie der Schwanz von so einem Hummer oder irgendeinem Unterwasser Fossil, Reptil. Es sieht wirklich abgefahren aus. Hat ein total faszinierendes Lichtspiel, sieht total organisch aus.
Das Ganze jetzt in Rosé Gold. Zifferblatt in Vanta Black. Wer es nicht kennt, Vanta Black ist eine Farbe, das ist das schwärzeste Schwarz, was es gibt. Es absorbiert, glaube ich, 97,999% allen einfallenden Lichts. Das heißt, wenn ich, wenn ihr mal Vanta Black nachguckt, das ist, als würde halt jemand was aus einem Foto ausgeschnitten haben. Man sieht nicht mal, dass da irgendwo Substanz vorhanden ist. Und Moser ist dafür bekannt, halt Vanta Black in ihren Uhren auch zu verwenden. Jetzt in der Streamliner ein wirklich pechschwarzes Zifferblatt mit einem Tourbillon auf 6 Uhr. Sieht überragend aus, sieht überragend aus. Ich persönlich finde das Stahlgehäuse und das Stahlband steht der Uhr ein bisschen besser als in Roségold. Aber es ist natürlich ein absoluter Hingucker. Also es ist eine geisteskranke Uhr. Nächste Frage. Kannst du die Omega Seamaster Professional 300 Diver am Kautschukband in Schwarz empfehlen? Ohne dass ich sie in meinem Besitz habe, kann ich sie auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, ich habe mich gestern Abend noch mit Bende getroffen. Viele Grüße an Bende, wenn du es nachträglich siehst. Er hat diese Uhr ja in seinem Besitz mit dem weißen Blatt, aber auch am Kautschukband. Der Typ ist absolut zufrieden. Diese Uhr ist super. Ich liebe das Kautschukband von Omega. Ich liebe, wie es sich verjüngt. Das ist etwas, was mir an den Stahlbändern nicht so gut gefällt. Ich mag es gerne, wenn die Bänder sich zur Schließe hin doch sichtlich verjüngen. Das tut das Kautschukband. Das macht die Uhr echt in meinen Augen, also sie sieht einfach super aus am Handgelenk. Natürlich, sie ist ein bisschen hoch. Das muss man mögen oder nicht. Sie hat das Helium-Auslassventil. Das muss man mögen oder nicht. Ich finde, das gehört zu Omega. Und wenn du von den aktuellen Modellen der S&P 300 sprichst, würde ich sagen, kommt da in der Preiskategorie relativ wenig dran, gerade was die Verarbeitung des Zifferblatts anbelangt. Und dann mit dem Koaxialkaliber, das ist eine ikonische Uhr, Bombe. Würde ich direkt so empfehlen, einfach nur aus Referenzen, die ich von meinen Freunden und Bekannten bekommen habe. Nächste Frage. Breitling Navitimer mit weißem Blatt am Milanese-Band. Top oder Flop? Ist eine interessante Frage, kann ich jetzt so ad hoc gar nicht beantworten. Ich persönlich muss sagen, wenn ich an den Breitling Navitimer denke, dann denke ich an schwarzes Blatt mit Lederband oder schwarzes Blatt mit diesem ikonischen Navitimer Stahlband. Navitimer am Milanese, ich habe mir vorhin mal Fotos angeguckt. Ich werde nicht so wirklich warm mit dem Look, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich die andere Optik so gewöhnt bin und die mir einfach so gut gefällt. Ich würde es aber auf keinen Fall als Flop bezeichnen. Und im Endeffekt, man soll das tragen, was man liebt. Hast du Details zu Preiserhöhungen verschiedener Marken ab September? Leider nicht, leider wirklich gar nicht. Dazu bin ich auch zu wenig in den Sales und habe da zu wenig auch mit den Marken persönlich am Hut, als dass ich dazu was sagen könnte. Ich kann nur sagen, dass es halt häufig wirklich, doch in meinen Augen immer ein bisschen zu früh darüber spekuliert wird, ob es Preiserhöhungen gibt oder nicht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Preise durchaus erhöht werden. Ich würde es also nicht ausschließen, dass das passiert, ob das jetzt im September ist oder wie zuletzt Anfang des neuen Jahres, weiß ich natürlich nicht. So, nächste Frage. Was wäre deine Dream Collection? Meine Dream Collection, ich glaube, es gibt keinen Uhrenenthusiasten, keine Uhrenenthusiastin, wo die Dream Collection immer beständig ist. Ich habe hier interessanterweise eine Liste, was so meine Dream Collection ist. Die kann ich ja einfach mal eben durchgehen. Und zwar startet die tatsächlich mit meiner SKX007. Warum? Es ist die erste automatische Uhr, die ich mir gekauft habe. Es ist die Uhr, die mich, meine Liebe zu mechanischen Armbanduhren hat entdecken lassen. Deswegen wird sie meine Sammlung niemals verlassen und deswegen ist sie natürlich auch in meiner Dream Collection. Dasselbe gilt für meine Sinn EZM3F, ebenfalls da vorne liegt. Die ist auch fester Bestandteil meiner Sammlung. Ich bin ein Riesenfan von Sinn, ich bin ein Riesenfan von EZM. In meinen Augen, wenn Sinn, dann Einsatzzeitmesser. Wenn man nur eine Sinn haben könnte, würde ich persönlich immer ein Einsatzzeitmesser nehmen, weil das einfach eine Art von Uhr ist, die es nur bei Sinn gibt, mit dem, was dort verbaut ist, die Art, wie die Uhren konzipiert sind. Deswegen die auf jeden Fall. Nächster Bestandteil meiner Dream Collection, Love It or Hate It, Rolex Explorer, also Explorer 1 in 36 mm, für mich die Rolex in 36 mm, die für mich einfach all das ausstrahlt, was ich an Armbanduhren liebe, schlicht, zeitlos, unzerstörbar. Liebe ich einfach, zu jedem Anlass tragbar. Dasselbe gilt auch für die nächste Uhr, wo ich halt sagen würde, die würde ich so ein bisschen einklammern, und zwar wäre das eine klassische Rolex Submariner. Ich finde einfach die klassische Submariner, die viele total langweilig finden, Stahl, schwarzes Blatt und kein Datum, ne? Also es gibt ja nur die Submariner und die Submariner Date. No Date gibt es ja nicht im eigentlichen Sinne. Das wäre auch eine Uhr, die ich einfach aufgrund ihres
ja nicht ihres Status als Statussymbol, sondern ihres Status als Ikone einfach als eigentlich eine super Ergänzung für jede Sammlung befinde, wenn man die Chance natürlich hat, an eine ranzukommen. Das gilt natürlich für beide letztgenannten Uhren jetzt. Aber wenn ich mir meine Dream Collection zusammenbasteln würde, dann wäre die Explorer 1 drin und ein Submariner ohne Datum. Vielleicht sogar ja eine aus meinem Geburtsjahr. Aber da habe ich noch was anderes vor. Nämlich die nächste Uhr in meiner Dream Collection wäre eine IWC Mark 12. Und zwar die Mark 12 aus 1995. Das ist mein Geburtsjahr. Warum? Weil die IWC Mark 12 die letzte IWC war und meines Wissens auch die einzige, die ein Jaeger LeCoultre Kaliber verbaut hatte. Also auch da, was wahrlich Besonderes. Ich finde Uhren, die halt früher von Jaeger LeCoultre beliefert wurden, immer total spannend. Und IWC als Marke finde ich super. Wir haben gerade eben über die neue Mark 20 gesprochen. Und das wäre so eine Uhr, wo ich sagen würde, was für ein geiler Zufall, dass die Mark 12 die letzte und die einzige IWC war, wo das Jaeger LeCoultre Kaliber drin verbaut wurde. Und die ist dann auch noch in meinem Geburtsjahr erschienen. Ich glaube nicht an Hokus Pokus, aber das muss Schicksal sein. Die nächste Uhr hat auch wieder Bezug zu JLC, also zu Jaeger LeCoultre. Und zwar wäre die nächste Uhr eine Polaris Marina Memovox. Ich finde die Polaris einfach in meinen Augen es ist die geilste Jaeger LeCoultre für mich persönlich, für meine Anforderungen an den Alltag. Und Memovox, das ist eine Komplikation oder ja, doch eine Komplikation, das ist eine Weckfunktion, wenn man so möchte, ein mechanisch programmierbarer Wecker. Und kaum eine Uhrenmarke hat diese Komplikation so geprägt wie Jaeger LeCoultre und im Gehäuse der Polaris finde ich die einfach überragend und richtig geil. Wäre meine JLC of Choice. Als nächstes wäre da eine Omega Seamaster Planet Ocean in 43,5 mm. Wir hatten über die Seamaster gesprochen. Ich finde die Seamaster richtig geil. Fand ich schon immer richtig geil. Ich finde allerdings das Armband der Planet Ocean so viel geiler, dass ich sagen würde, alleine wegen des Armbands würde ich mir die Planet Ocean holen. Und mich kann man auf jeden Fall catchen mit monströsen Spezifikationen. Und die Planet Ocean ist dann einfach so ein Hardcore-Diver. Was ich einfach geil finde. Braucht natürlich kein Mensch, aber das wäre so eine Uhr, die ich sagen würde, so, das wäre meine Urlaubsuhr, die Planet Ocean würde ich immer mit dabei haben und die würde ich richtig rocken. Und dann zu guter Letzt die Moser Pioneer Center Seconds. Das ist eine Uhr, die auch schon seit Ewigkeiten auf meinem Radar ist. Manche Leute, die hier schon länger zugucken, wissen das auch. Das ist eine Uhr, die geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich könnte mich jetzt ad hoc auch nicht für irgendeine Farbe entscheiden. Ich glaube, ich würde zu dem Blue Lagoon, a.k.a. Mega Cool, oder zu diesem, heißt es Mad Red? Jean-Luc wird es mir sagen können, das rote Zifferblatt tendieren. Absolut geil. Und ja, das wäre meine Fantasy Watch Collection. Stand jetzt. Vielleicht überraschend, vielleicht auch gar nicht, ich weiß es nicht, aber das wäre so das, wo ich drauf stehen würde. Wenn du einen Uhren-YouTuber treffen könntest, welcher wäre es und warum? Fand ich eine ziemlich geile Frage. Und ich glaube, es gibt so viele, die ich feiere. Ich glaube, ich müsste sagen, es wäre Tim Mosso von Watchbox. Einfach weil ich glaube, dass eine Stunde mit Tim Mosso ist, wie halt 12 Jahre Uhrenfachliteratur lesen. Auf der anderen Seite würde ich gerne einen trinken gehen mit dem Nico von seinem YouTube-Kanal, Nico Leonard, a.k.a. Pride and Pinion. Weil der Typ einfach völlig durchgeknallter Ire ist und ich glaube, mit dem kann man eine Menge Spaß haben. Plus, er hat immer lustige Sprüche auf den Lippen, so feier. Ich glaube, mit dem würde ich mich totlachen. Ja, weiß nicht. Vielleicht ist das sogar realistischer, weil der Ire ist und nicht in Amiland wohnt. Was ist deine liebste Omega? Echt schwierig. Omega hat viele geile Uhren, aber bei vielen Omega-Uhren fehlt mir immer so das letzte Quäntchen, um sagen zu können, das ist die perfekte Omega. Die Planet Ocean kommt schon ziemlich nah ran. Muss ich sagen. Ansonsten, seit der Watch Tommy die trägt, finde ich auch die Seamaster 300, also nicht die Seamaster Professional, sondern die ganz normale Seamaster 300, die so ein bisschen Vintage-Appeal hat, finde ich pervers, also echt mega geiles Ding. Ja, ich glaube, zwischen den beiden würde sich das irgendwie entscheiden. Wobei ich auch immer mehr mich anfreunden kann mit der Constellation. Ah, ist alles schwierig, aber ich glaube, ich würde, ich kann jetzt nicht was anderes sagen, wenn ich eben in meiner Dreamwatch Collection die Planet Ocean genannt habe. Letzte Frage, aktuelles Fazit zu deiner Frederic Costa Highlife. Mega coole Uhr, ich trage sie total gerne. 41 mm, dank der massiven Bandanstöße und dem integrierten Gehäusedesign, leider ein klein bisschen zu groß. Sie ist mir ein klein bisschen zu groß für meine persönlichen Ansprüche. Sitzt für andere Augen, habe ich mir sagen lassen, sieht super aus.
Ich persönlich finde, sie wirkt immer so ein kleines bisschen zu groß. Ich stehe eigentlich halt eher auf kompaktere Uhren und kompakt ist sie nun wirklich nicht. Sie ist schon flach, aber sie ist nicht kompakt quer über das Handgelenk. Sie ist so wie die Aquaterra von Benne. Sie ist ein absoluter Kratzermagnet. Ich pamper meine Uhren nicht. Aber wenn ich eine Uhr habe, die halt vollständig, eigentlich fast vollständig poliert ist, bin ich schon vorsichtig. Und ich habe eigentlich mit der Uhr nichts gemacht, außer die beim Schreiben halt auf den Schreibtisch gelegt. Ich war nicht Sport mit ihr machen. Ich habe die nirgendwo gegengeschlagen. Und das mit die Mittelglieder des Armbandes sind schon echt stumpf. Das muss man einfach sagen. Also die haben schon ordentlich Kratzer mitbekommen. Und auch irgendwie die Gehäuseflanke, wo ich manchmal frage, wo das herkommt. Aber kann man wahrscheinlich bei einem hochpolierten Metall nicht anders erwarten. Das ist so ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite ist es mir egal, weil ich liebe meine Uhren und ich trage sie oder ich habe sie, um sie zu tragen. Ansonsten kriege ich ziemlich viele Komplimente für die Uhr. Ich habe noch für keine Uhr so viele Komplimente bekommen, muss ich wirklich sagen. Sie ist auch meine genaueste Uhr mit einem COSC-Zertifikat. Das finde ich auch irgendwie ziemlich cool. Ich bin großer Fan von dem Zifferblatt. Das gefällt ja vielen nicht so gut in den Renderings online, aber in live sieht das richtig geil aus und es changiert sehr schön im Licht. Es macht einfach Spaß. Das größte Con für mich an der Uhr, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich sind es zwei und die gehen mehr oder weniger Hand in Hand. Einmal ist es die Wasserdichtigkeit, es ist 50 Meter und Steckkrone. Ist halt für mich dann so ein bisschen das, wo ich sagen muss, wenn ich halt mal wirklich Bock habe, rauszugehen. Sie kommt halt auch am Kautschukband und das Kautschukband ist mega gut. Aber wenn ich halt dann doch sage, ich bin out and about irgendwo draußen und habe Spaß und gehe mit dem Hund dann rein und schmeiße einen Ball und greife dann irgendwie, er schmeißt mir ins Wasser und dann greife ich mal da rein und ziehe es raus und so. Mit 50 Meter und Steckkrone fühle ich mich da nicht ganz so safe mit. 50 Meter und Schraubkrone oder 100 Meter direkt, ich frage mich, wieso nicht, hätte ich gern gehabt. Plus, die Krone ist unfassbar schwer zu greifen und ist echt manchmal so ein kleiner Pain beim Handaufziehen. Klar, sie ist eine automatische Uhr, wenn man sie viel trägt, bleibt sie im besten Fall nicht stehen, aber ist schon schwierig irgendwie. Ich weiß nicht, meine anderen Uhren sind echt easy aufzuziehen und die ist so ein bisschen schwergängig, hat auch einfach viel Widerstand beim Drehen. Aber ansonsten finde ich die Uhr super und sie macht mir nach wie vor echt eine Menge Spaß. Ja, das waren die Fragen, die mich bei Instagram erreicht haben und dann gucke ich mal jetzt hier in die Chatbox, was ihr so geschrieben habt, wenn ihr was geschrieben habt. Wir gucken mal. Ob jemand eine Frage hat oder was anmerken möchte. So, Tobi schreibt ergänzend noch, das Band ist gar nicht so schlecht und meint damit die Tissot Gentleman. Holger schreibt, wir haben erst 6 Daumen. Das gehört sich doch geändert. Der Rainer schreibt, welche Marke gibt die nächste Altair Limited Edition? Eine sehr gute Frage und ich kann sie dir nicht beantworten. Ich weiß nur, es köchelt einiges auf dem Herd und man darf auf jeden Fall gespannt sein und die Augen offen halten. Und viele, viele smarte Köpfe bei uns haben ihre Gedanken einfließen lassen und es steht einiges. Es steht einiges an. Einiges Spannendes. So. Wenn meine Seamaster oder Oyster schief im Handgelenk sitzt, neige ich dazu, die Position durch Schütteln des Handgelenks zu korrigieren. Ist das ratsam oder sehr schädlich fürs Uhrwerk? Wahrscheinlich meinst du den klassischen, die klassischen Wrist-Shaker, um die Uhr wieder zu positionieren. Ich mache es immer. Ich meine, es ist natürlich so eine, ich bin kein Uhrmacher. Ich bin der Meinung, ein Uhrwerk muss das aushalten. Wenn es wirklich nur die Bewegung ist, darf da eigentlich nichts passieren. Sehr schädlich, würde ich sagen, ist es nicht. Ich meine, wenn man von schädlich spricht, am wenigsten schadet man dem Uhrwerk, wenn man die Uhr in die Vitrine legt. Ich meine, irgendwo sind sie ja auch gebaut, um getragen zu werden. Deswegen würde ich sagen, kann man das guten Gewissens machen. Genau wie eigentlich alle anderen Aktivitäten des Alltags. Die vielleicht nicht Golf sind oder Tennis, zumindest nicht mit allen Uhren. Kennst du die Marke Orange und was sagst du dazu? Hat mich beeindruckt, als ich davon gehört habe. Gute Frage, Manuel, kenne ich tatsächlich nicht. Falls du einen Link hast, schicke mir gerne per E-Mail severin.gies200alter.de und sonst auch gerne auf Instagram der Werkstudent. So. Stefan ergänzt noch, zum Georg mache ich auch immer, also das Schütteln des Handgelenks hatte noch nie Probleme.
So, der Jean-Luc schreibt, die Streamliner ist geisteskrank, aber Stahl gefällt mir auch besser. Sehr gut. Wird es die IWC Mark 20 am Stahlband geben? Weiß das jemand? Ich weiß es nicht. Die Quellen, wo ich halt gelesen habe über die Uhr, war auch nur Spekulation, aber dort sagte man auch, dass es wahrscheinlich ist, dass das kommt. Kann natürlich niemand für garantieren, außer IWC selber. Aber ich habe gehört, dass es ein Stahlband geben soll. So. Eine Boutique hat dem Steve oder Stevie O bestätigt, dass Omega ab 1. September die Preise erhöht. Und Peter schreibt richtigerweise, nichts wird billiger. So. So viele Kommentare. Wahnsinn. Aber cool, ihr führt hier eine angeregte Unterhaltung. Das finde ich super. Wie findest du Regulator-Zifferblätter, schreibt der Dirk. Ich persönlich finde Regulator-Zifferblätter echt richtig cool. Das ist im Prinzip ein Zifferblatt, wo die Stundenanzeige, die Minutenanzeige und ich weiß nicht, ob formell auch die Sekundenanzeige dazu zählt. Ich glaube schon, ne? Wo Stunden, Minuten und Sekunden voneinander getrennt sind. Du hast im Prinzip eine zentral laufende Sekunde und dann zwei separate Zifferblätter für die Stunde und die Minute, nennt sich Regulator. Finde ich super spannend. Ich glaube, Chrono Swiss baut Regulatoruhren und es gibt auch, glaube ich, eine Lange, die einen Regulator-Zifferblatt hat, zusammen mit einigen anderen. Es gibt eine Patek, die einen Regulator-Zifferblatt hat. Ich kenne die Referenzen da leider nicht. Ich finde das cool. Ich finde es spannend. Ich finde es immer cool, wenn Uhrenhersteller ein bisschen was anderes machen. Und ja, man kann die Uhr natürlich nicht so super schnell ablesen, aber wir gucken doch alle sowieso viel zu gerne und viel zu lange auf unsere Uhren. So. Welche Taucheruhr unter 2000 Euro würdest du, unter 200 Euro, Taucheruhr unter 200 Euro würdest du blind kaufen? Casio Duro. Das ist die Bill Gates Casio, glaube ich. Ich glaube, viel geiler wird es nicht unter 200 Euro. Und klar, ist eine Quarz, aber verschraubte Krone, 200 Meter Wasserdichtigkeit, solides Kautschukband, geile Ablesbarkeit, Leuchtmasse soll nicht zu schlecht sein. Und ich glaube, die kostet 75 Euro, wenn ich mich nicht ganz vertue. Das würde ich auf jeden Fall machen, glaube ich. So. Jean-Luc schreibt, das mit den Kratzern ist bei der Reverso auch so krass. Sie bekommt schon Kratzer, wenn du sie nur ansiehst. Aber nach einigen Jahren ist das Gehäuse satiniert. Ich habe schon von Leuten gehört, die haben diesem Problem vorgegriffen, die eine Aquaterra hatten und haben einfach das Aquaterra-Armband zum Uhrmacher gegeben, um es satinieren zu lassen. Finde ich auch witzig. Aber ja. So. Egal, was Alter als Limited bringt, ist eh immer top. Danke für die Worte. Holger schreibt, die nächste Alter Limited Edition, bitte nichts Grünes. Und der Tobi schreibt, so viel können wir sagen, es wird nichts Grünes. So. Was ist die perfekte Ergänzung zu Speedmaster und Seamaster? Die Railmaster vielleicht, ich weiß es nicht. Also wenn man die beiden Uhren schon in der Sammlung hat, weiß nicht, würde ich schon sagen, ich würde es schon cool finden, das Trio voll zu machen, dann holt man sich die Railmaster. Aber ansonsten, wenn man sagt, man betrachtet die Uhren als das, was sie funktionell sind, nämlich einen Chronograph und eine Taucheruhr, würde ich sagen, die perfekte Ergänzung wäre eigentlich noch eine simple Dreizeiger-Dresswatch. Denke ich, das wäre mein Pick. So. Meinung zur Zenith DeFi Classic in Blau am Stahlband. Ich finde die Zenith DeFi Classic richtig cool. Mir macht die Spaß. Ich bin nicht so 100% mit den... Mir gefallen die Dimensionen nicht ganz so gut an meinem Arm, aber ich habe auch irgendwie komische Handgelenke. Dass ich weiß nicht, das ist überhaupt keine Form irgendwie. Auf meinem Arm sitzt sie auf jeden Fall nicht so gut. Zenith gefällt mir aber sehr. Und ich bin großer Fan von den Stahlbändern von Zenith tatsächlich. Ich finde, die haben eine sehr, sehr gute Verarbeitung und die sind total bequem. Das, also wenn die passt und du dich mit der Uhr wohlfühlst, dann denke ich, ist das eine sehr, sehr geile Sache. Eine Meinung zur Sinn 556i wird erbeten und da kann ich sagen, bin ich Riesenfan. Ich hatte es vorhin zwar noch gesagt, wenn Sinn, dann EZM, aber die 556er-Reihe in eigentlich allen Ausführungen finde ich einfach wahnsinnig attraktiv. Die sind so vielseitig. Ihr könnt einen feingliedriges Stahlband nehmen für einen etwas dressigeren Sportlook. Ihr könnt ein gröberes Stahlband nehmen für einen sehr, sehr sportlichen, roughen Sportlook. Ihr könnt die verschiedensten Lederbänder nehmen. Die Uhren gibt es mit plainem Zifferblatt in schwarz. Die Uhren gibt es mit farbigen Zifferblättern in rot, in grün, in gelb, in
allem, was das Herz begehrt. Die Uhr gibt es mit Perlmutt-Zifferblättern, wenn ihr ein bisschen was Besonderes wollt. Mit roter Spitze am Sekundenzeiger, ohne rote Spitze am Sekundenzeiger, mit verschiedenen Variationen von Indizes. Also die Uhr ist, ohne dass sie wirklich, sage ich mal, customizable ist, ist es fast wie customizable. Innerhalb der 5- und 6-Kollektion findet eigentlich jeder seine Uhr. Ich finde die Proportionen absolut geil, sind echt super und haben eine wahnsinnig tolle Preis-Leistung. Auch wenn die Uhren, gerade die 556, die war ja lange so ein Geheimtipp, weil die so super, nicht günstig, aber super affordable war für das, was sie ist. Aber die Preise sind auch da ein bisschen gestiegen, aber die ist immer noch ein Top-Deal und tatsächlich auch eine Uhr, die von ja, eigentlich allen Collectern, also allen Uhrensammlerinnen und Sammlern, die wirklich auch High-End unterwegs sind, wirklich auch absolut wertgeschätzt wird. So, kommt mal ein Stream zu robusten Outdoor-Uhren, gerne auch Quarz. Ein Stream dazu könnte man sich mal überlegen. Also wir haben auf unserem YouTube-Kanal, habe ich ein Video mal gemacht, war die Sprechstunde in ihren Kinderschuhen. Das Video habe ich genannt, warum echte Uhrenliebhaber Quarz lieben müssen. Und habe einen dicken Shitstorm bekommen in den Kommentaren, aber das war mir klar. Aber da ging es ausführlich um sportliche Quarzuhren. Und ansonsten, was robuste Outdoor-Uhren anbelangt, habe ich mit dem Benedikt damals, das war glaube ich im Winter vor anderthalb Jahren, habe ich ein Video gedreht zur Historie der ersten Uhr auf dem Mount Everest, ob das die Rolex Explorer war oder die Smith Everest. Und im Rahmen dieser Recherchen haben wir uns dann auch überlegt, was sind die coolsten Uhren für Outdoor. Das Video existiert. Aber das ist schon alles ein bisschen älter und da könnte man vielleicht ein kleines bisschen mehr, ja, mehr noch zu machen. Ich nehme es mal so auf. Sehr, sehr cool. Liebe Leute, jetzt sind wir eine Stunde dabei. Eine Stunde, eine Minute und 10 Sekunden an dieser Stelle. 110 Zuschauer wie treffend. Und ich möchte an dieser Stelle einmal Danke sagen für diesen supergeilen Stream. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dann sehen wir uns, denke ich, in 2 Wochen, wenn ihr alle Bock habt. Und ja, dann macht euch einen schönen Abend. Genießt eure restliche Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wie immer eine absolute Freude und eine kleine Ehre. Und ja, auf dem Weg nach draußen, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt kurz in die Kommentare unter dem Video, wenn der Stream vorbei ist, wie es euch gefallen hat. Und empfehlt uns weiter. Falls ihr noch nicht Mitglied seid in der Alter-Community auf Facebook, die geht momentan richtig ab. Geile, geile Unterhaltung, schöne Konversationen. Echter Nerd-Talk, aber auch einfach ganz seichte Konversationen über verschiedene Neuvorstellungen. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, gefällt mir. Und ich wünsche euch wie immer nur das Beste, Leute. Ihr seid die Allerbesten. Ich freue mich jedes Mal auf euch. Und jetzt macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, haut rein. Euer Severin.